Und willkommen bei Teil 2. Du hast genug Heizmunition dabei? Ja, muss ich halt alles so winzig klein aufteilen, ne? Ja, musst du dann halt irgendwie 3 Sekunden aufbleiben oder so. Oder 5. Alter, das artet ja richtig in Arbeit aus, das Ding hier aufzumachen. Die meisten erwarten, wenn einer, da musst du gar nichts reintun, das war auch schon mal irgendwie ein Geschenk. Dann kriegst du halt wieder so ein Ding wie das. Die Schweine. Immer noch am Zeug reinschmeißen. Kann ich von hier aus gut sehen. Ich habe dir hier mal so ein Connection-Möppel hingesetzt. Ach super, ja, dann geh mal hin. Gut. Ach. Und hab sie hier. Auf einmal wieder totenstill. Das war hier voll laut, so. Was? Oh Mann, das ist dann die nächste. Jetzt muss ich mal so auf der Karte so ein bisschen rumscrollen. Wie geil das hier aussieht. Erstmal ein Foto machen. Nach Süden. Und zwar oben auf dem Pinöpel. Wo? Ja, irgendwo da auf dem Pinöpel drauf. Ach so. Ja, vielleicht hier so lang? Da beginnen. Auch der Pinöpel sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann schaffen wir noch bestimmt den da. 260 Meter. Pff, ist ja wohl nichts. Ja, das ist gar kein Thema. Dann machen wir das einfach mal, weil wir sind awesome. Ich jetzt gerade nicht, weil ich bin mies gestartet. Aber das lässt sich wieder hinbiegen. So. Also schon wieder eine Nitrogen- oder eine Wasserquelle. Dachte der Scanner da irgendwas? Nö, Scanner doch gerade nichts. Das ist aber doof von ihm. Einen von den Knöpeln. Das war nicht allzu weit weg. Den unten hatten wir schon oder nicht? Wo? 407 Meter ungefähr. Ups. Ja, den haben wir. Okay. Und dann den da oben und ziemlich genau südlich davon. Ja, dann müsste der, da liegt er doch. Und da ist eine Schnecke. Oh Mann. Mal gucken, ob ich die Schnecke erreicht kriege.
Ah, doch, gar kein Thema. Beides nicht. No theme. Kriege ich auch einen Ausschlag für den Dropbot? Jetzt, wo wir ich fast hab. da sind. Vorsicht, wenn du hier landen willst. Ja. Ich bin tot. Das ist nicht gut. Warum das? Weil mich so ein Raketenrucksackschwein abgeschossen oh, hat. Oh, scheiße, ja. Ich muss mich auch hier in Sicherheit bringen, weil sonst geht es mir recht schnell nicht mehr so gut. Nachladen nicht vergessen. Puh. Also das macht ganz schön viel Schaden, dieses blöde Rammschwein mit dem. Ja, das tut es wohl. Ist jetzt aber auch gleich immer noch nicht tot. Was? Das ist ein Alpha. Wäre das jetzt nötig gewesen? So. Ja, nicht wirklich. Oder sind wie? Waren das jetzt zwei Alphas oder was? Also ich höre auf jeden Fall noch irgendwas. Ich muss mich mal eben kurz hier entfernen, bevor ich tot bin, weil das wäre jetzt nicht so richtig gut. Hier ein bisschen, Ja, so ein Inhalator. Ja, genau. Wo ist er denn? Oh, da ist das Rammschwein. Wo ist der Inhalator? Oh, fuck. Spannend. Der Inhalator. Aha, so, das geht ja schon viel besser jetzt. Ich würde gerne helfen. Ich weiß. Ich muss hier mit Dingen zurechtkommen, von denen die Welt nichts weiß. Hier rüber und dort habe ich es gehört. Suchen. Das muss ich auch noch. Das kriege ich, glaube ich, noch einfacher hin. Du bist. La 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 la. Da bist du irgendwo. Da schwebt was? Was ist das denn? Also, ich liege auf jeden Fall in den Blumen drinne. Oh, okay. Und neben mir ist so eine blaue Blume. Ist schon wieder so ein Rammschwein mit Raketenantrieb oder was? Nee, ist nochmal so ein Alpha-Möppel. Ah. Wieso kann ich nicht nachladen? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Jetzt kann ich wieder. Da ist es. Hey, bleib mal stehen. So, tot. Dich möchte ich finden. Genau, das müsste hier irgendwo im Wald sein. Schon mal nachladen für alle Fälle. Man weiß ja nie. So irgendwie so ein grauer Steinmöpsi. Genau, jetzt bist du gerade an mir vorbei. Mhm. Da ist er ja. das war Hold E. Tada! Yeah! Das war echt überraschend. Die Schnecke, hast du die schon eingesammelt? Nee. Nö. Oh, ich kann die sogar nehmen. Nimm sie. So, wo war jetzt der Dropbot? Da unten. What? Da unten wollen wir jetzt hin? Ja. Gibt's Blumen und er will so einen Quarzoszillator haben. Mhm. Ach hier? Oh Mann. Was läuft hier rum? Ich habe erstmal noch ein bisschen Spaß an diesem Vieh hier. Schon wieder da. Jo. Ah ja, hier haben wir wieder so einen komischen Blob. Ein Blob? Ja, ein rosa angesetztes graues Blöppchen. Ein Blöppchen. Hast du so einen CD-Player dabei? Ja. Das ist gut. Das ist Wahnsinn. Schön. Ah ja, Moment. Da. Nee. Das ist der falsche. Boah, ich sehe hier nichts mehr. Hier ist er. Okay, und 8. Gut. Ja, ich glaube, das reicht dann aber auch erstmal, oder? 8 ist eine gute Zahl, ja. Ja, ne? Auf jeden Fall. So gut wie jeder andere. So, Paleberry.
Aber wenn wir jetzt Richtung Norden gehen, nach Hause quasi, einen ganz, ganz kleinen Ticken nach Osten, dann kriegen wir auf jeden Fall nochmal zwei Stück. 10 ist natürlich in diesem Fall sogar besser als 8. Aber pff, lass mal machen. Oh. What? Was macht er? Fliegen. Wo ist der? Müssen wir da oben rüber oder was? Oder unten drunter? Nee, oben drüber. Das ist doof, weil ich bin gerade auf dem Weg nach unten drunter. Moment. Komme ich hier hoch? Kann man hier stehen, weil das grün ist? Ja. Hier ist ein Wiesestreifen. Auf dem kann man stehen. Auf der Textur kann man stehen. Erstmal hier hoch. Das ist eine super Idee. Da ist er. Das geht sogar. Das hier geht nicht, aber das hier. Puh. Harvest. Oh, es wird dunkel. Und da oben ist es laut. Wo ist der Ja, noch ich sehe auch hingeflogen? irgendwas, aber ich sehe es nicht. Vor allem sehe ich nicht, wie ich da hochkomme. Ich bin fast oben. Ach so. Paleberry. Noch mehr Paleberries? You are so lucky that you found this most valuable Was artifact. geht denn da ab? Baust du da schon wieder was? Oder ist das Ich? der? Ich sehe hier einen Drop-Pod. Wahrscheinlich waren wir gerade bei dem. Nee, kann nicht sein. 103 Meter entfernt? Spannend. Ich mag genau Beleuchtung. Also wenn ich hier hingucke, ist da drüben. Klar, das war der mit den 420 Watt oder so. Ich frage, das kam mir bekannt vor. Aber ich dachte mir, ich sage Bescheid. Sieht gut. Ja, immer besser. Ja. Picking up multiple fix-it personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. Also wenn wir zum Fluss kommen, folgen wir dem Fluss mal nach rechts. Wenn wir irgendwann mal am Fluss kommen. Ein Fluss, ja, hier ist ein Fluss. Nach rechts. Das ist gut. Ja, der muss aber uns kreuzen, nicht irgendwo an der Seite sein. Also, ich bin gerade an einen Fluss gekreuzt. Und hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Oh, warte mal, das könnte die hier sein. Hier ist eine gelbe Schnecke. Ich gehe mal ein bisschen sammeln. Ja, mach das. Ich glaube, wir sind nämlich hier auch jetzt an einem anderen Drop-Pod. Schön. Wo sah ich jüngst die Schnecke? Da oben, okay. Nee. Wo ist sie geblieben? Irgendwo hier. Ich mach mal das Licht aus. Vielleicht sehe ich dann mehr. Oh, da ist eine Niederschnecke. Ach nein! Oh. What? Die Spinne. Ah, Spinne, nix gut. Nee. Ich höre hier auch eine. Ach, da geht's ab hier. Okay. Ah. What? Die Fische, die kannst du alleine echt. Puh. Ich sehe die nicht. Oh, und doch, ich sehe sie und wie. Ach, hier ist noch eine. Bist du denn? Da oben irgendwo? Ja. Aua. Hier unten scheint aber auch eine zu sein. Ich glaube, ich hau hier mal ab. Das ist aber gar nicht gut. Nein. What? Ich habe gerade hier zwei angegriffen. Ja, mich auch. Das ist gerade nicht so gut. Aua. Und die schmeißen da noch irgendwas Grünes, ne? Ich bin fast tot. Das ist.
Wichtig oh, ist Mann. Erstmal die Grüne, die ist auf jeden Fall. Wichtig ist erstmal, dass ich wieder etwas Leben bekomme. So, und mich reorientiere. So, die Grüne ist klar. Only advise you to harvest this specimen. Nein, ich bin tot. Echt? Shit. Ich bin auf jeden Fall voll geheilt und hoffe, sie nimmt mich gleich unter Beschuss. Direkt an meiner Leiche, also wenn du zu meinem Pinökel willst, greift mich noch an. So, obwohl die... ich hier tot liege. Aua! Ah, da sehe ich den Lichtschein. Ja. Die kommt zu dir. Ja, ich höre sie auch. Aber sie sind nicht richtig. Ja, da, oh, ja, ist klar. Ja. Also ich habe sie schon ein bisschen geschwächt. Oh, war ja. Ich habe auch nochmal ein ganzes Magazin gerade drauf geballert. Ich sehe es hier nicht mehr, weil die Sicht doch so kacke hier ist. Ja, diese Nebelwolken, die die machen, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Oh Mann, jetzt kommt auch noch ein Spuckvieh dazu, wie ich sehe. Ja, dann habe ich ja genug Spaß hier auch. Komm doch einfach mal zu mir und heil mich. Dann kann ich dir helfen. Muss ja nicht da alle Gegner alleine platt machen. Das ist wohl wahr. Oh, sie ist schon hochgesprungen. Also die Spinne, die musste echt noch platt machen, denke ich. Ja. Fuck. Da ist sie. Fuck. Oh, in der Aufnahme. Mann. Na super. Du auch? Ach nein. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Spielpause und laden den Spielstand von vor ungefähr 6 Minuten oder so. Ja, dann bis gleich.